Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und jetzt wird der ein oder andere denken, hä, das sieht ja aus hier wie bei Market Watch. Und ja, ich habe jetzt tatsächlich gedacht, ich mache dieses Jetzt-Kaufen-Video mal im genau selben Setup, weil ihr in der Vergangenheit schon öfter mal geschrieben habt, ey, wieso machst du das nicht auf Card Market? Weil da hat man direkt Informationen, wie viele Kopien noch auf dem Markt sind und man hat den Preisgraph dabei, weil normalerweise blende ich ja nur den Preis ein, rede so ein bisschen über die Karten bei dem Format jetzt kaufen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das jetzt einfach mal so und ihr könnt mir jetzt gerne mal schreiben, wie ihr das besser findet. So wie ich das früher gemacht habe oder wenn wir das jetzt kaufen, tatsächlich auch in diesem Format machen. Deswegen, ja, würde mich super interessieren. Ansonsten Däumchen nach oben, würde mich auch riesig freuen und gerne noch ein Abo. Wir sind wirklich auf einem guten Weg zu den 15.000. Ein bisschen Support dahin würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und die erste Karte, über die ich heute sprechen möchte, seht ihr hier schon eingeblendet, ist super starker Samurai. Seelenbrecher. Und da wird sich jetzt der ein oder andere denken, was ist denn da schon wieder los? Es ist eine Kamen, die schon wieder sehr teuer ist. Und ihr seht selber, es sind nicht viele Kopien davon auf den Markt. Und das liegt daran, dass die kontinuierlich in den letzten Wochen schon am Steigen sind. Denn im OCG ist gerade tatsächlich super starker Samurai mit dem neuen Support aus ja, Cyberstorm Access, absolutes Top-Tier und das könnte natürlich bei uns auch passieren. Und deswegen sind natürlich da die Karten, die wenig Prints haben und wo wenig Kopien auf dem Markt vorhanden sind, am Steigen. Und in dem Fall seht ihr das, hier sind 143 verfügbare Artikel, aber in Deutschland halt deutlich weniger. In Deutschland, wenn wir da auf die Nirmint-Kopien schauen, da sind das wirklich nicht mehr viel. Und ihr seht das auch am Preisgraph, da ist eine ordentliche Entwicklung bei dieser Karte drin. Kann natürlich auch sein, dass so eine Karte sicherlich mal einen OTS-Pack-Reprint bekommt. Allerdings erscheint Cyberstorm Access schon Mitte nächsten Monats und bis dahin wird kein weiteres OTS-Pack erscheinen. Das heißt, wenn dieses Deck sich wirklich bei uns etablieren sollte, wird das zumindest erstmal eine teure Karte, auch wenn sie vielleicht dann später einen Reprint bekommt. Und die Karte würde ich so ein bisschen vergleichen mit dem Stillen Angler. Ging ja dann auch konstant seine 6, 7 Euro, hat mittlerweile seinen Reprint bekommen, wird die Karte sicherlich auch irgendwann, aber man wird nicht drum herum kommen. Und wir können hier mal gucken, die Karte hat auch noch einen weiteren Print, allerdings sieht es da auch nicht so viel anders aus. Und zwar ist es der Print hier in dem Fall aus Secrets of Eternity. Das ist natürlich auch schon eine ganze Weile her. Da sind jetzt knapp 500 verfügbare Artikel auf dem Markt, insgesamt auch ein paar mehr Artikel im deutschen Markt. Aber ihr seht, auch da ist preislich eine ordentliche Entwicklung drin und momentan, muss ich sagen, sind die noch relativ gut bezahlbar. Kann sich natürlich in den nächsten Wochen nochmal ändern. Wie gesagt, sind sehr teure Commons, sind nicht so viele Kopien auf dem Markt. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und auch die nächste Karte ist eine super starke Samurai-Karte, super starker Samurai-Seelenfriedensstifter. Auch ein potenzieller Zungenbrecher, der gute hier. Und das ist ebenfalls eine Karte, wo ich sage, die hat Potenzial nochmal weiter zu steigen. In dem Fall ist die tatsächlich noch richtig gut bezahlbar, wird in manchen Decks im OCG auf 3 gespielt, in manchen Builds auf 1 gespielt. Deswegen weiß ich da auch noch nicht so richtig, wohin die Reise geht. Aktuell seht ihr es, ne? Also ist schon so ein bisschen am Steigen, sind aber noch einige Kopien vorhanden und man kriegt die noch wirklich sehr, sehr günstig. Und auch wenn wir uns da nochmal den anderen Print anschauen, da sieht es auch ähnlich aus, ne? Also ihr seht, da sind Entwicklungen drinne. Aber aktuell auch noch nicht teuer. Aber es sind auch nicht so viele Kopien. Hier sind es 749 und beim anderen Print von eben, da schauen wir auch noch mal ganz kurz drüber, da sind es dann noch 282. Ne? Also das ist jetzt auch nicht so, dass wir hier davon sprechen, da sind 6.000, 7.000 Artikel auf dem Markt. Das ist auch schon relativ wenig. Deswegen sage ich, auch eine Karte, die Potenzial hat, hier noch mal zu steigen. Nächste Karte. Maze of Memories aus gegebenen oder aktuellen Anlass. Feierliches Urteil. Muss man ganz klar heute zumindest mal drüber sprechen. Denn in der Vergangenheit war es eigentlich immer so, wenn eine Karte wie Feierliches Urteil einen Reprint bekommen hat, dann hat es nicht lang gedauert, dann war die wieder teuer. Und auch hier sieht man so am Preisgraph, das ist ein Auf und ein Ab. Und ich bin mir relativ sicher, dass diese Karte in einem halben Jahr Minimum mal wieder 5 Euro kosten wird. Momentan muss ich sagen, gerade hier die Playsets für 2,80 € pro Kopie, die sind richtig gut bezahlbar, sind richtig, richtig gute Preise, sind 4.600 verfügbare Artikel auf dem Markt. Schlagt da unbedingt zu. Holt euch eure Kopien, Feierliches Urteil, denn auch diese Karte ist formatbedingt immer mal wieder in den Side-Decks zu finden. In manchen Decks natürlich sogar Main-Deck, aber ich denke, da macht man auf jeden Fall auch nichts falsch. Und das gleiche gilt auch für die Structure-Deck-Karten. Jetzt aus Structure-Deck Beware of Trap-Tricks. Ich glaube, darüber haben wir natürlich auch schon ein bisschen gesprochen. Einmal Evenly Matched, ne? Ihr seht selber am Preis, so günstig habt ihr eine Evenly Matched noch nie bekommen. Und auch diese Karte wird natürlich weiter steigen, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Gerade weil diese Karte in dem Format bei uns so präsent ist, wie vielleicht schon lange nicht mehr. Deswegen Evenly auch sicherlich eine Karte, über die man da mal sprechen muss. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, klar,
Hol dir einfach das Structure Deck ran, dann hast du vielleicht noch die Ash Blossom mit drin, denn das ist nämlich die Karte, über die ich als nächstes noch sprechen möchte. Und auch natürlich müssen wir über diese Karte sprechen, denn eine Ash Blossom, so günstig gab es tatsächlich auch noch nie, aber wir haben in der Vergangenheit auch gesehen, egal wie oft du diese Karte reprintest, die kostet irgendwann wieder 6, 7 Euro und ich glaube, das wird hier auch passieren. Ich meine, mittlerweile sind es wirklich viele, viele Reprints und die Karte kostet immer noch Geld. Es ist immer noch vielleicht die beste Handtrap neben Max C, die je geprintet wurde und ich sehe die Karte auch nicht irgendwie schlechter werden. Dafür ist die einfach zu generisch geschrieben. Die wird irgendwie immer ein Bestandteil wahrscheinlich des Spiels bleiben und deswegen, falls ihr Einsteiger seid, falls ihr noch keine Ashes zu Hause habt, könnt ihr euch die auf jeden Fall ranholen. Vielleicht sagt ihr aber auch, ey, ich möchte vielleicht noch meine andere Decks ausstatten und hol mir da deswegen jetzt nochmal günstige Kopien von der Ash Blossom ran. Dann ist das sicherlich auch nochmal ein guter Zeitpunkt, weil die wird auf jeden Fall zwangsläufig irgendwann wieder steigen und da kann man eigentlich aktuell gar kein Minus machen. Die nächste Karte ist dann eine Frühlingssylphen-Karte und zwar Frühlingssylphe der aufblühenden Hügel. Ist auch eine Karte, über die haben wir vor einigen Monaten schon mal gesprochen. Da wurde das Ganze in Naturia Runic gespielt, aber auch hier sieht man im OCG, dass tatsächlich diese ganzen Vernosylphs auch mit super starker Samurai kombiniert werden. Ob das bei uns dann auch der Fall ist, wissen wir natürlich noch nicht, aber deswegen ist das hier definitiv auch nochmal ein absoluter Kandidat im Preis zu steigen. Ist eine Hauptset Ultra Rare aus Power of the Elements und hat tatsächlich auch nur noch 514 verfügbare Artikel. Und wenn wir da jetzt mal zum ersten Playset runterscrollen, da sind wir auch hier schon bei knapp 5 Euro pro Kopie. Das heißt, der ganze Kram ist schon so ein bisschen am Steigen. Und ihr seht es hier auch am Preisgraph, die ist zuletzt auch gestiegen, ist gerade wieder so ein Hauch am Fallen. Aber ich denke auch, dass das eine Karte sein wird, die langfristig da nochmal steigen könnte, weil im OC gibt es auch 40 Kartenbuilds, wo man einfach Vernosylph super starker Samurai spielt und deswegen ja, auf jeden Fall da auch Potenzial da, dass diese ganzen Karten nochmal steigen könnten. Als nächstes kommen wir zu der Karte Erzunterwäldler Exzentrik, auch eine Karte, über die wir schon unfassbar lange nicht mehr gesprochen haben und generell ist das natürlich auch eine sehr, sehr alte Karte. Und da fragt man sich jetzt, ja, warum wird der Gute jetzt gespielt oder warum steigt der? Und das ist auch relativ simpel zu beantworten. Mazmech ist mittlerweile wieder fester Bestandteil unseres Top-Tier-Kerns und die greifen sehr, sehr gerne aktuell auf diese Karte zurück. Und die ist suchbar in dem Deck über Small World, denn Small World ist ja in dem Deck quasi eine Bridge zu gefühlt jeder Karte, die die spielen, ob das dann ein Lava Golem ist oder ein Exzentrik. Man gibt oder man findet dort entsprechende Lines eben, um diese Karte zu suchen und den Guten spielt man dort einfach relativ gerne, um Floodgates zu orten, ob es ein Skill Drain ist oder whatever. Und dafür ist die Karte da einfach relativ gut und deswegen sieht der gerade wieder vermehrt Play und die Karte steigt auch, in dem Fall hier auch Kammern aus dem Starter-Deck und da kostet die jetzt fast schon wieder einen Euro. Also es ist momentan noch wirklich bezahlbar, sind aber auch nur 235 verfügbare Artikel auf dem Markt. Das heißt, hier auf jeden Fall auch nochmal eine Karte, die Potenzial hat zu steigen, aber meistens spielt man den als One-Off. Der wird jetzt auch nicht unfassbar durch die Decke gehen, aber ich wollte euch nur mal zeigen, dass da auf jeden Fall eine Entwicklung drin ist. Und bei den Reprints, ja, da gibt es halt auch nicht so viele Alternativen. Wir haben hier einmal einen Super-Rare-Print aus Pevo und da ist die Karte schon ja, auf dem Weg Richtung 3 Euro und alle anderen Prints, die sind dann schon gar nicht mehr so super interessant. Hier haben wir den aus der PGL 3, sieht ähnlich aus wie der aus Pevo und dann haben wir halt noch den Secret Rare Print aus eben Clash of Rebellions. Das ist natürlich dann der Print, der ja hier ein bisschen teurer ist als alle anderen. Logischerweise ist der Hauptset-Print, sieht dafür wahrscheinlich aber auch am hübschesten aus. Kann man sich aktuell auch überlegen und ihr seht auch diese Karte ist aktuell so ein bisschen am Steigen. Falls ihr die Karte irgendwie in eure Decks einbauen wollt, jetzt vielleicht noch ein guter Zeitpunkt. Und dann müssen wir tatsächlich auch über die Scareclaw-Karten mal sprechen. Ehren wird sich freuen, denn diese Karten könnten natürlich auch potenziell nochmal steigen, wegen dem Mana-Dumm, was jetzt auch in Cyberstorm Access erscheint. Und ihr seht deswegen auch, dass hier schon wieder eine Entwicklung drin ist. Wir hatten schon mal den Hype um den Reichhardt hier, wo die Karte, glaube ich, fast 10 Euro ging, da waren wir schon mal, danach ist das Ganze wieder gedroppt und jetzt so langsam kommen wir wieder in die Regionen von damals. Wenn wir da zum ersten Playset mal runterscrollen, da sind wir schon wieder bei 7,88 Euro pro Kopie, das heißt hier ist auf jeden Fall auch eine ganz klare Preisentwicklung zu sehen. Und das gleiche gilt eben auch für den Planet Reich Phobia. Da das erste Playset sind wir bei 4,49 Euro pro Kopie und eigentlich würde ich sagen, man kann warten bis zur Megatin. Problem ist nur, das ganze Zeug kommt vor der Megatin raus und zwar deutlich vorher und die Megatin ist wahrscheinlich erst wieder
August, September rum. Das heißt, die Megatin ist jetzt leider hier auch kein Argument zu sagen, ich verzichte darauf. Wenn ihr das Deck vorher irgendwie competitive spielen wollt, dann werdet ihr euch das wahrscheinlich ranholen müssen. Ob das Deck denn überhaupt so gut ist, wie wir das vermuten, das bleibt natürlich auch noch abzuwarten. Aber wie ihr seht, ne, das sind noch Karten, da könnte man noch zuschlagen. Und eine Karte, wo man nicht mehr zuschlagen sollte, glaube ich, ist die Karte Purely, und was damit passiert, ist auch komplett gestört. Wenn wir da mal das erste Playset uns anschauen, da sind wir bei, ja, 36 Euro pro Kopie für eine Ultra Rare. Klar, sind nur 200 verfügbare Artikel auf dem Markt. Im OCG ist das Deck auch am Toppen, aber ich bin ehrlich zu euch, ich würde diese Karte für diesen Preis niemals kaufen. Es kann natürlich auch passieren, dass die irgendwie dann tatsächlich irgendwann auf 40, 50 Euro hochgeht, aber ich glaube, das ist dieses Deck tatsächlich oder auch diese Karte nicht wert. Denn unser Format ist, glaube ich, dafür einfach ein Stück weit zu divers, dass ich glaube, dass sich Purely als absolutes Top-Tier-Deck bei uns durchsetzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es eins von vielen werden wird, also das würde ich nicht ausschließen. Aber ich glaube nicht, dass dieses Deck jetzt wirklich das Deck to beat sein wird. Hängt natürlich auch von den Banlists ab, die wir bis dahin bekommen. Aber der Preis, der ist schon völlig gaga. Und ja, mehr Karten habe ich euch tatsächlich nicht irgendwie vorzustellen heute. Mehr habe ich nicht auf meiner Liste stehen. Schreibt mir, wie gesagt, unbedingt mal, wie ihr das besser fandet. Ob wir das jetzt wirklich so in diesen Karten-Market-Watch-Stil machen oder ob ich den Jetzt-Kaufen-Stil beibehalten soll für die Zukunft. Das würde ich mich dann oder würde ich mich nach euch richten, wie euch das besser gefällt. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.